So, dann legen wir los. Herzlich willkommen zum heutigen Akademieabend mit dem Titel Frauen in der Architektur. Und ich freue mich ganz besonders, Dr. Ursula Schwitaler hier begrüßen zu dürfen, die ebenfalls die Herausgeberin des ebenso genannten Buches ist. Ursula Schwitaler hat Geschichte, Politik, Geographie und Kunstwissenschaft studiert, war mir nicht klar. Und ist aktuell einmal als Ausstellungskuratorin und auch Kunstberaterin tätig und hat über viele, viele Jahre, ich glaube inzwischen sind es fast über 20, als die Vorsitzende auch des Tübinger Kunstgeschichtlichen Gesellschaft die Vortragsreihe Architektur heute organisiert, wo viele namhafte Architekten und vor allem aber auch Architektinnen vorgetragen haben über die Jahre hinweg und aus der auch dieses Buch, kann man wahrscheinlich so sagen, entstanden ist. Und das Buch liest sich einmal als ein Manifest für die herausragenden Leistungen von Frauen in der Architektur und ist aber andererseits auch eine kritische Auseinandersetzung mit Themen Gleichberechtigung, Diversität, also die Fragen, warum denn Frauen in der Architektur nicht die ihnen gehörige eigentlich Anerkennung bekommen, warum auch in Architekturbüros heute in Führungspositionen eigentlich das weibliche Geschlecht immer noch komplett unterrepräsentiert ist. Alles ja, höchst relevante Fragen, mit denen letzten Endes auch wir uns als Büro konfrontiert sehen. Ich freue mich sehr, liebe Ursula, auf deinen Vortrag und dann auch im Anschluss auf eine angeregte Diskussion und ja, übergebe das Mikro jetzt an dich. Herzlich willkommen. Dankeschön. Ja, lieber Martin, meine Damen und meine Herren, ich bedanke mich herzlich für die Einladung hier, das Buch vorstellen zu dürfen. Es ist mir eine ganz persönliche Freude, im Studio Henn in Berlin zu sein. Kenne ich Martin doch nun seit seinen Studienzeiten. Also sehr lange. Als er zusammen mit unserem Sohn Max das Studium an der ETH in Zürich glanzvoll abgeschlossen hat, als mein Mann den darbenden Studenten in Zürich das Essen auf Räder brachte, du erinnerst dich, und als die beiden bei uns im Piemont den ganzen Tag an Schreibtischen im Garten gearbeitet haben und abend dann mit großen Tellern Spaghetti versorgt wurden. Also wir haben einen wesentlichen Beitrag zu dem Abschluss des Studiums leisten können. Ich freue mich sehr. Und ich bin, Martin gehört eigentlich ein bisschen zur Familie und ich bin sehr stolz, dich hier in deinem tollen Studio, in deinem großen Kreis sehen zu können. Danke dir. Mein Vortrag heute ist, glaube ich, Eulen nach Athen getragen. Martin hat es schon angeschnitten, dass die Probleme, die mit dem Thema Frauen in der Architektur verbunden sind, werden doch hier Beachtung finden. Und deswegen denke ich, es trifft auf guten Boden, wenn wir über dieses Thema hier auch sprechen. Meine Damen und Herren, das Ziel meines Buches ist es, Architektinnen sichtbar zu machen und dazu beizutragen, ihnen endlich die Anerkennung zu geben, die ihre Arbeit verdient, ihr Werk verdient. Schon mit diesem Cover möchten wir eine selbstbewusste Architektin und ein Role Model ehren. Sie kennen sie wahrscheinlich alle, Dennis Scott Brown, die mit ihrem Partner Robert Venturi zwar die ganze Arbeit in Theorie und in Praxis teilte, die aber von der Ehrung des Pritzker-Preises gleich zweimal ausgeschlossen wurde. Zweimal. 1991 erhielt den Preis ausschließlich Robert Venturi und 22 Jahre später, 2013, lehnte die Pritzker-Jury eine internationale Petition ab,
die nachträglich den Preis auch Dennis Scott Brown übergeben wollte. Zweimal abgelehnt. Ich möchte heute Abend einen Blick in das Buch werfen mit Ihnen und gerne auch auf Ihre Fragen eingehen. Ich habe vor, dies so zu tun, dass wir zunächst mal ein bisschen den Background erklären, wie es dazu kam, zu dieser Publikation. Ich möchte den langen Weg durch die Architekturgeschichte kurz an ein paar spannenden Beispielen Ihnen zeigen. Ich möchte auf ein besonderes Kapitel eingehen, auf das Haus E1027 von Eileen Gray. Und ich möchte sagen, wie ist die Situation heute? Also das, was du sagtest mit der Analyse, ist der zweite Teil, gibt dem zweiten Teil den Einstieg, nachdem dann eben 36 Architektinnen mit ihren Projekten präsentiert werden, die alle in Tübingen an unserer Universität gesprochen haben. Und schließlich möchte ich Ihnen noch zum Schluss ein paar Worte zu unserer ganz neuen Initiative, zu einem neuen Architekturpreis für Architektinnen, für Frauen in Deutschland, etwas sagen. Im zweiten Teil des Buches sind also diese 36 internationalen Architektinnen vertreten mit einem Projekt, das sie selber gewählt haben. Um jetzt auf jedes Projekt und jede Architektin einzugehen, das würde den Rahmen natürlich sprengen. Und deswegen lasse ich einfach jetzt in einer Schleife die Architektinnen mit ihren Projekten vorbeilaufen und sie neugierig machen, in das Buch zu schauen und vielleicht auf das eine und andere näher einzugehen. Im ersten Teil, wie gesagt, der historische Blick auf die ersten Architektinnen und wegweisenden Pionierinnen in der Architektur wird exemplarisch dort gerichtet. Es ist natürlich keine vollständige Architekturgeschichte neu geschrieben, aber es füllt ein paar Lücken, die in unserer offiziellen Architekturgeschichte fehlen. Dann habe ich 4 Sonderkapitel in diesem Buch, die mir sehr wichtig sind, nämlich über ganz herausragende Architektinnen und zu ihrer Bedeutung als Role Models. Das ist einmal Emilie Winkelmann, die erste akademisch ausgebildete deutsche Architektin. Es ist Eileen Gray, die ich ganz besonders schätze in ihrer Art, mit Architektur umzugehen und Räume, Lebensräume für Menschen zu schaffen, die mit ihrem Projekt aber etwas ganz Verrücktes erlebt hat. Lina Bobardi, die Italienerin, die nach Südamerika ausgewandert ist und dort dieses revolutionäre MASP, das Museum de Arte in Sao Paulo, gebaut hat. Ein Museum, das zunächst mal an einen Public Place gedacht hat, bevor es Museumsräume eröffnet hat. Und schließlich darf natürlich nicht fehlen Zaha Hadid. Und Zaha Hadid, das Kapitel zu ihr ist nicht ein Projekt, sondern Patrick Schumacher, der Leiter des Büros, Eigentümer des Büros jetzt, hat für unser Buch ein Kapitel geschrieben über die Entwurfsmethode von Zaha Hadid. Und das war mir besonders wichtig und schön, weil ich denke, das ist für Studenten auch total interessant, das so im direkten Kontakt mit dieser Architektin von Patrick geschrieben zu haben. Die Vorgeschichte zu diesem Buch ist rasch erzählt. Martin sagte es schon, wirklich seit über 20 Jahren mache ich das als Kunsthistorikerin an der Uni Tübingen, die keine Architekturfakultät hat. Diese internationale Vortragsreihe Architektur heute hat ein enormes Echo ausgelöst. Wir haben die Hörsäle immer mit 200 Leuten gefüllt, vor Corona. Nach wird es vielleicht weiter so gehen. Große Resonanz. Sie schlägt sich leider nicht nieder in einem tollen Architekturentwurf für die Stadt Tübingen, aber vielleicht schaffen wir das auch noch. Die Vortragsreihe ist jeweils kuratiert und nach bestimmten Themen oder als Länderreihe konzipiert. Wir konnten in diesen Jahren 10 Pritzker-Preisträger in Tübingen begrüßen und die meisten davon, bevor sie den Preis bekommen haben. Also wir argumentieren jetzt erst Tübingen und dann Pritzker-Preis. Beim Blick auf die Referentinnenliste unserer Vortragsreihe wurde mir wirklich bewusst, dass wieder einmal von einer Geschlechtergleichheit wir weit entfernt waren. Und das wollte ich mit dem Entschluss, einmal 2 Semester ausschließlich Architektinnen einzuladen, ein bisschen verbessern.
Die Vortragsreihe in Tübingen Women in Architecture wurde zu einem Festival für Frauen in der Architektur und für das Auditorium. Es war enorm, das Echo. Die Zusammenarbeit mit den Architekten war völlig unkompliziert und verlässlich, die Präsentation unprätentiös und immer erfolgte bei den Architektinnen der Hinweis auf die wichtige Teamarbeit, was ich nicht unbedingt bei unseren männlichen Stararchitekten feststellen konnte. Aus dieser Vortragsreihe dann tatsächlich die Idee zu diesem Buch, nachdem wirklich die Zusammenarbeit so toll war, kam die Entscheidung. Und dieses Buch ist, glaube ich, im richtigen Moment auf dem Tisch gelegen. Hatje Kanz hat es in toller Zusammenarbeit hat es geklappt. Und es hat ein enormes Echo hervorgerufen. Die Journalistin Eva Hepper hat ihre Rezension im Deutschlandradio so überschrieben: eine in Beton gegossene Diskriminierung. Aber ich denke, je weniger Beton in der Architektur verwendet wird, umso mehr werden sich Architektinnen gegen Diskriminierungen wehren und ich hoffe auch durchsetzen. Dazu bedarf es allerdings noch, wie ich glaube, vieler Beiträge, Publikationen, Festivals wie letztes Jahr hier in Berlin. Sie haben das sicher alle verfolgt, das erste Women in Architecture Festival, das stattgefunden hat und das hoffentlich auch in Zukunft, nicht in diesem Jahr, aber vielleicht alle 2 Jahre stattfinden wird. Sie sind privilegiert, dass Sie das hier in Berlin erleben werden. Es bedarf Ausstellungen, es bedarf Bücher, aber es bedarf auch Mut und Selbstbewusstsein der jungen Architektinnen, der jüngeren Generation. Und es bedarf großer Role Models, die Mut machen. Und zuletzt, glaube ich, ist ganz wichtig eine Vernetzung von Frauen in der Architektur, die gegenseitig sich unterstützen, fördern können, in Teams zusammentreten können für einzelne Projekte. Es muss ja nicht immer nur ein Büro daran beteiligt sein. Das heißt, wir brauchen diese Netzwerke, gegen, und wir haben solche Netzwerke, die wir kennen, die Netzwerke der alten weißen Männer. Wir müssen neue dagegen aufbauen. Wir sind mit unserer Schleife schon fortgeschritten. Wir sind bei Billie Jean aus New York, die das wunderbare ethnologische Museum gebaut hat. Fassade habt ihr gerade gesehen, ist abgerissen worden zur Erweiterung des MoMAs. Diese Fassade ist irgendwo eingeladen, gehört dem MoMA jetzt. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Nathalie de Vries mit diesem wunderbaren Book Mountain, dieser Bibliothek, ein transparenter Bau. Andrea Wandl, eine deutsche Architektin, die in München baut, Evangelisches Landeskirchenamt, die den Dialog zwischen Bestand und neuen Entwürfen sucht und entsprechend gestaltet. Und wir sind bei der letzten, die jüngste in unserem Kreis, Helena Weber aus Dornbirn, die dieses zauberhafte Einfamilienhaus am Hang über dem Tal gebaut hat. Wir brauchen Netzwerke, wir brauchen Voices of Women, wie bei der Biennale in Venedig, als die Initiative von Martha Thorn hier rechts ausging, Odile Deck in der Mitte und Farshid Mousavi aus London. Alle Frauen hatten einen Fächer dabei, das war die Anweisung. Über 100 Frauen haben sich in den Giardini versammelt und Martha Thorn hat dieses Manifest vorgelesen, Voices of Women. Und es war sehr eindrucksvoll und ich glaube, es ist auch schön, einfach nochmal da reinzuhören in einen Satz. Wir als Voices of Women führen Gespräche, treten in Aktion, um das Bewusstsein zu stärken und gegen allgegenwärtige Vorurteile und respektloses Verhalten vorzugehen, die in unserer Kultur und unserer Disziplin systemimmanent zu sein scheint, immer noch. Frauen sind keine Minderheit in der Welt. Sie kennen das, the marginal majority. Frauen sind marginal majority. Aber im Bereich der Architektur sind Frauen immer noch eine Minderheit und wir wollen, dass die Realität, in der wir leben, besser abgebildet werden. Frauen sind keine Minderheit. Ich komme zu Punkt 2.
Um die strukturellen Diskriminierungen, die immer noch existieren, zu analysieren, müssen wir einen exemplarischen Blick in die Architekturgeschichte bzw. in die Architektinnengeschichte werfen, was in dem ersten Teil des Buches ja erfolgt. Und ich kann Ihnen nur versichern, es ist eine unglaublich spannende Geschichte. In der klassischen Architekturgeschichte tauchen kaum Frauennamen auf. Fehlender Zugang zur Ausbildung und die Verwehrung der professionellen Berufsaufnahme sind die Ursachen für die bis heute geringe Zahl dokumentierter Arbeiten von Frauen, von Architektinnen in der Geschichte. Und Frauen, die trotz dieser Widrigkeit Architektur praktizierten, ihnen wurde in der Geschichtsforschung bisher wenig Beachtung geschenkt. Im Mittelalter existiert der Architekturberuf als Zusammenführung von Planen und Verwirklichen eines Gebäudes, so wie wir ihn ja heute kennen, noch gar nicht. Stattdessen waren die Aufgaben in drei Instanzen aufgeteilt: dem Stifter, also dem Bauherrn, dem Bauverwalter und dem handwerklichen Werkmeister, der fest in die Bauhütten eingebunden war und dort durch praktische Tätigkeit oder mittels Musterbücher und mündliche Überlieferung sein Handwerk lernte. Die Ausbildung zum Werkmeister war ausschließlich Männern vorbehalten. Genauso wenig durften Frauen in Zünften sein, über die sich die Baumeister in Europa bis ins 19. Jahrhundert organisierten und austauschten und beförderten. Frauen traten allenfalls als Witwen von Baumeistern in Erscheinung, die nach dem Tod ihres Mannes innerhalb von 2 Jahren wieder heiraten mussten, um dessen Geschäft nicht aufgeben zu müssen. Sie durften also auf gar keinen Fall alleine das Geschäft weiterführen, obwohl sie sicher wesentlich dazu beigetragen hatten. Zu Beginn der Neuzeit, um 1500, wissen wir von einigen Nonnen, die an der Planung ihrer Klöster beteiligt waren und die Bauarbeiten mit ihren Stiftungen bezahlten. Ihre Namen sind allerdings nie dokumentiert worden. Auch die junge Schlossherrin Catherine Brissonnet hat sich sehr beteiligt an dem Errichten des Schlosses Chenonceau an der Loire. Sie hat sich eingebracht. Sie lebte von 1494 bis 1526, ist also jung gestorben. Ein Porträt von ihr war bisher völlig unbekannt. Aber, und das freut mich sehr, dass uns das gelungen ist, mit der Zuordnung von Wappen, Sie sehen hier auf diesem Teppich hier oben ein Wappen und es gibt, der Teppich geht noch weiter, noch ein zweites Wappen, können wir die schöne Lady auf diesem Wandteppich eindeutig als Catherine Brissonnet identifizieren. Wir besitzen damit das erste Porträt einer Architektin überhaupt in der Geschichte. Der Wandteppich ist um 1500 entstanden, also zu ihren Lebzeiten. Ob sie jetzt wirklich genauso ausgesehen hat, wollen wir gar nicht prüfen. Aber er ist zu ihren Lebzeiten entstanden und befindet sich heute im Louvre. Während ihr Mann mit dem französischen König die Waffen schwang, führte sie die Bauaufsicht im Schloss Chenonceau und entwarf selbst die erste gerade geführte Treppe, die wir hier im Bild sehen. Für ein Schloss die erste gerade geführte Treppe anstelle der bis dahin immer üblichen Wendeltreppen, der großen Wendeltreppen. Über einem Portal des Schlosses ließ sie selbstbewusst und stolz diese Inschrift setzen: Sylvien Appoint me souviendra. Wenn es vollendet ist, wird es an mich erinnern. Das ist doch eine tolle Inschrift. Eine erste professionelle Architektin ist im Rom im 17. Jahrhundert dokumentiert. In einer Stadt, deren politisches Gefüge durch ausschließlich Männern im Senat und im Vatikan dominiert wurde. Sie war durch ihren Vater, der selber Maler war, zur Malerin ausgebildet worden und wurde von dem Frankreich-affinen Abt Elpidio Benedetti,
direkt beauftragt mit der Planung und Ausführung einer Villa. Im Staatsarchiv in Rom ist die Abschrift der Grundsteinwidmung von 1663 erhalten, indem sie als berühmte Architektin Plautilla Bricia Architectura et Pictura Celebris. Sie wird zu Lebzeiten als berühmte Architektin genannt. Ihren Entwurf für die Villa ergänzt sie mit einem sehr außergewöhnlichen, singulären Detail. Die Straßenfront, und das sehen wir hier in einem Kupferstrich, die Villa, an der Front des Bourbonische Wappen, das ist der Frankreich-affine Abt. Und wir haben hier einen hochinteressanten Grunderdgeschoss, ein Sockel, der ein virtuelles Felsengebilde darstellen soll. Hat es weder vorher noch hinterher gegeben. Woher kommt es eigentlich? Diese Idee hatte der Bauherr von einem nicht ausgeführten Entwurf des italienischen Architekten Gian Lorenzo Bernini, Sie werden ihn alle kennen, der damals für den Neubau des Louvres einen Plan gemacht hat. Dieser Plan wurde zerschlagen, der ist nie vollendet worden, aber in Rom taucht er in dem Gebäude von Plautilla wieder auf, eine Erinnerung an die Architektin, die auf Fels gebaut hat. An eine akademische Ausbildung von Frauen ist noch lange nicht zu denken. Bauakademien entstanden im 18. Jahrhundert, allerdings je Frauen zuzulassen, ganz ausgeschlossen. Erst im Zuge der aufkeimenden Frauenbewegung im späten 19. und beginnenden 20. Jahrhundert in Europa und den USA, in denen Frauen um Staatsbürgerinnenrechte, um die juristische Gleichstellung, das Recht auf Bildung und das Recht auf Erwerbsarbeit, aber auch um eine freie Berufswahl erstmal kämpfen mussten, konnten Frauen Schritt für Schritt den Zugang zu einer akademischen Ausbildung im Fach Architektur und die offizielle Erlaubnis, den Beruf auszuüben, erwirken. Die erste Frau überhaupt als erste Frau, schloss Sinje Hornburg in Finnland im Jahr 1890 mit einer Sondergenehmigung ihr akademisches Architekturstudium am Polytechnischen Institut in Helsinki ab und wurde danach Mitarbeiterin in einem der bekanntesten Architekturbüros in Finnland. Dort entwarf sie ganz eigenständig dieses Wohnhaus, das wir hier rechts sehen, und es wurde nach ihr Signellina genannt. Bei weiteren Projekten war sie danach allerdings ausgeschlossen, nochmal als selbstständig ein Projekt zu entwerfen. Sie war nur noch zuständig für die Fassaden. Eine der ersten unglaublich erfolgreichen amerikanischen Architektin war Julia Morgan. Sie hatte ihr Studium an der École des Beaux-Arts in Paris erkämpfen müssen, es dann aber in der kürzestmöglichen Zeit abgeschlossen und kam 1902 mit ihrem Diplom in die USA zurück. In ihrer beispiellosen Karriere plante und realisierte sie über 700 Gebäude. Das bekannteste und vermutlich von Ihnen auch gekannte Gebäude ist das Hearst Castle, das wir hier im Bild haben, zumindest die Halle, die Schwimmhalle. Das Hearst Castle in Kalifornien, ein ganz eklektizistischer Repräsentationsbau für den Medienmogul William Randolph Hearst. Julia Morgan hat ihr ganzes Leben dem Beruf gewidmet und hatte auf Familie verzichtet. Es dauerte aber fast 100 Jahre, bis die Arbeit dieser Architektin überhaupt wahrgenommen wurde und noch viel länger, bis sie gewürdigt wurde. Erst im Jahr 2014, also vor 8 Jahren, erhielt sie als erste Frau die Gold Medal des American Institute of Architects, das in seiner 100-jährigen Geschichte bis dahin ausschließlich Männer ausgezeichnet hatte. Eine Medaille 57 Jahre nach dem Tod, aber immerhin. Im selben Jahr 1902, in dem Julia Morgan mit ihrem Diplom in die USA zurückkehrt, hatte sich Emilie Winkelmann als erste
Frau in Deutschland als Gaststudentin für das Architekturstudium an der Technischen Hochschule Hannover eingeschrieben. Ihr Großvater betrieb ein Baugeschäft und Zimmereibetrieb. Hier absolvierte sie eine Lehre und erwarb sich konstruktive Kenntnisse, speziell im Holzbau. Heute wäre sie sicher sehr gefragt. Da Frauen noch nicht zum Studium zugelassen waren in Preußen, schrieb sie sich zum Studium Generale mit Schwerpunkt Technik ein. Und es gelang ihr danach eine ausnahmsweise Zulassung als Hospitantin der Architekturfakultät zu erlangen. Und so absolvierte sie ab dem Wintersemester 1902/1903 ein reguläres Architekturstudium. Ihren Antrag hatte sie mit E. Winkelmann unterschrieben, was man dann sehr leicht als Emil Winkelmann interpretieren konnte. Die Zulassung zum Examen, 4 Jahre später, wurde ihr als Frau schließlich doch versagt. Sie verließ die Hochschule und machte sich schon im darauffolgenden Jahr selbstständig, führte ihr eigenes Büro, konnte sich Diplom-Ingenieurin nicht nennen, weil sie ja keinen akademischen Abschluss hatte, aber die Berufsbezeichnung Architekt war damals noch nicht geschützt. Also trat sie als Architektin Emilie Winkelmann auf, und zwar sehr erfolgreich. Gleich zu Beginn ihrer beruflichen Karriere wurde sie vom Orientalischen Institut der Universität in Berlin mit den Vorarbeiten für das damals prominenteste Projekt Deutschlands im Ausland, nämlich das Haus der Freundschaft in Konstantinopel, beauftragt. Ihre Planung wurde zwar sehr beachtet, aber dennoch wurde zusätzlich ein Wettbewerb ausgeschrieben, zu dem sie dann nicht eingeladen wurde. In den Jahren vor und nach dem Ersten Weltkrieg hat Emilie Winkelmann eine ganze Reihe von Wohnhäusern realisieren können. Ihr Büro wuchs bis zeitweilig 15 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Einen der größten Aufträge erhielt sie mit dem Bau eines großen Apartmenthauses für eine wohlhabende großbürgerliche Klientel vor den Toren Berlins im Westen der damals noch eigenständigen Stadt Charlottenburg, in der nach dem Maler Walter Leistikow benannten Straße plante und baute Emilie 1909 bis 1911 ein großes Haus mit Etagenwohnung, das sie später auch selbst Leistikow-Haus nannte. Da es nicht in der Straßenflucht eingebunden war, sondern freistehend, musste es nicht den üblichen Berliner Dispositionen folgen, die Sie alle kennen, die die Salons zur Straße über das schlecht belichtete sogenannte Berliner Zimmer in die weiteren Räume dann erschließen konnte. Stattdessen konnte die Architektin die 4 Wohnungen um eine große Diele anordnen. Und ich habe hier in dem Plan einfach mal die eine Wohnung hier umrissen, also eine Seite nach hinten und die beiden auf der Seite, der zentrale Aufgang und die Lichthöfe, um die die Wohnungen angelegt sind und diese Disposition dann sehr, sehr gut ermöglicht hat. Als zentraler Erschließungspunkt die Diele. Die Wohnungen waren ganz luxuriös ausgestattet und großzügig dimensioniert. Die kleineren, nach hinten gelegenen, hatten 190 Quadratmeter, die größeren zur Straße nach vorne 270 Quadratmeter. Wir blicken hier in eine dieser großen Wohnungen, die Dirk Boll, dem Direktor von Christie's in London, zusammen mit seinem Ehemann gekauft und wunderbar renoviert und dem Originalzustand wieder zugeführt hat. Und er hat auch das Kapitel Emilie Winkelmann im Buch verfasst, ein Architekturafficionado. Besucher werden ganz subtil geleitet. Wenn man in diese Diele kommt, die Zentrale, dann gibt es hohe Türen, doppelflügige, und es gibt die niederen, geschlossenen Türen, die in die privaten Bereiche dahinter führen. Also man ist sehr sensibel, wenn man diese Wohnung betritt, wohin richtet man seinen Blick und wie geht man. Hier wurde das ehemalige Speisezimmer, dieser Raum, zur Küche umgebaut.
der man das nicht so richtig ansieht, dass es eine Küche aus, und die sieht wirklich immer so aus, wenn ich dort bin. Es ist, und was ich auch ganz zauberhaft finde, hier gibt es den Erker, hier nochmal den Blick daraus, wir haben hier nochmal eine bessere Aufnahme. Man hat diese wunderschönen Schiebefenster nochmal rekonstruiert und man sieht hier, wenn man es gut sieht, dieses geöffnete, nach oben geschobene Fenster, das Emilie Winkelmann gerne in ihren Wohnungen benutzt hat. Die Architektin pflegte ein großstädtisches Netzwerk einflussreicher Frauen, dem auch die wohlhabende Frauenrechtlerin Ottilie von Hansemann angehörte. Ottilie von Hansemann bot dem Rektor der Berliner Universität 1908 eine Stiftung zugunsten von Studentinnen an, die in Preußen ja immer noch von Dozenten von den Vorlesungen ausgeschlossen werden konnten. Und als der Kultusminister von Preußen nicht bereit war, diese Praxis abzustellen, zog Ottilie von Hansemann ihre Stiftung zurück und investierte das Geld, immerhin 1 Million Reichsmark, in eine Wohn- und Bildungsstätte für Studentinnen. Gebaut wurde das sogenannte Victoria-Studienhaus, benannt nach der Kaiserin Victoria, 1914 natürlich von Emilie Winkelmann. Bis in die 70er Jahre wurde das Haus als Wohnheim für Studentinnen genutzt und hieß dann aber nicht mehr Victoria-Haus, sondern Ottilie von Hansemann-Haus. Vielleicht kennt jemand von Ihnen das Gebäude im Westen. Kurz nach Fertigstellung des Victoria-Studienhauses bezogen Emilie Winkelmann und Ottilie von Hansemann gemeinsam in einer sogenannten Boston Marriage, also sie waren ein lesbisches Paar, ein von der Architektin umgebautes Kutscherhaus in Charlottenburg, gelebte Diversity in Architecture schon damals. Da sich Emilie Winkelmann einer NS-Parteimitgliedschaft verweigerte, erhielt sie ab 1933 gar keine öffentlichen Aufträge mehr. Ich komme zu Punkt 3. Neben Emilie Winkelmann in unserem Buch sind die außergewöhnlichen Role Models, habe ich schon genannt, mit Lina Bobardi, mit Zaha Hadid. Und Eileen Gray hat für mich so eine ganz besondere Rolle in dieser Reihe. Und das Kapitel über sie ist von Beatrice Colomina geschrieben, eine feministische Architekturhistoriker, die in New York lehrt und die diese Fragestellung sehr intensiv in ihren Forschungen klargelegt hat. Und das ist jetzt der letzte Blick in dieses historische Kapitel, das ich mit Ihnen werfen möchte. Und ich finde, es ist ein sehr finsteres Kapitel in der Architektinnengeschichte. Eileen Gray hatte für ihren Geliebten Jean Bardovici 1926 bis 1929 über der französischen Küste bei Roquebrune diese Ikone eines modernen Hauses gebaut. Und es hat sie nach den Initialen ihrer beiden Namen verschlüsselt, E für Eileen, 10 für Jean, 2 für Bardovici und 7 für Gray genannt. Über dem Gartengeschoss, machen wir gleich das nächste, mit Gäste-Apartment, der große Wohnraum mit einer kleinen abgetrennten Gästenische hier, der Eingang hier, die ausgelagerte Küche, sie wollte keine Küchengerüche im Haus haben, das Erdgeschoss mit den offenen Räumen und dem Balkon über die ganze Front des Hauses. Hier in diesem Bereich. Die Architektin hat nicht nur das Haus, sondern das ganze Mobiliar dafür entworfen und jedes Detail bis zur Beleuchtung, wir haben noch einen Blick auf den Balkon, Details der Inneneinrichtung und die Details bis zur Beleuchtung und dem zauberhaften Briefkasten Leder überzogen, verwirklicht. Das Gebäude ist seit kurzem vollständig restauriert, ist wieder öffentlich zugänglich und die Fotos sind ganz neu aufgenommen.
Ein Besuch lohnt sich. Wenn Sie Südfrankreich, dann bitte machen Sie Station in Roquebrune und schauen Sie sich dieses Haus an. Beim Eingang hatte sie in Augenhöhe mit großen Buchstaben die Worte geschrieben: Entrez lentement, langsam eintreten, um den Besucher behutsam in diese sensibel gestalteten Räume zu führen. Doch dieses Gesamtkunstwerk eines Hauses sollte, nachdem Eileen Gray ausgezogen war und es Jean Bardovici überlassen hatte, durch einen der größten Star-Architekten unserer Zeit, durch Le Corbusier, geradezu okkupiert und vandalisiert worden. Mit seinen obsessiven Wandmalereien hatte er ohne Wissen und ohne Erlaubnis der Architektin ihre Villa zerstört. Und es war seine erklärte Absicht, ihre klare Architektur anzugreifen, wie er es selbst formuliert hatte. Zitat: Ein Wandgemälde ist eine Waffe gegen die Architektur, das die Wand zerstören und dematerialisieren kann. Und diese Waffe setzte er nun gegenüber dem Werk einer Frau, die ihn als Architekt immer bewundert hatte. Der Star-Architekt ließ sich bezeichnenderweise bei seiner Arbeit nackt fotografieren. Dem ist nichts weiter hinzuzufügen. Darüber hinaus baute er am Hang über der Villa, sehen hier die Villa über der Felsenküste, und darüber hat er ein Reihenhaus als Ferienhäuser gebaut. Dies ist das Restaurant, das kleine, das immer dort war, schon bevor sie gebaut hatte. Und hier sein berühmtes Cabernon, sein Studio für die Sommermonate, denn er hat jeden Sommer dort verbracht. Und von diesem Punkt aus hatte er die Kontrolle über die geliebt gehasste Villa von Eileen Gray. In seinem Werkverzeichnis veröffentlichte LC alle Wandmalereien in der Villa und bezeichnete deren Ort als ein Haus in Cap Martin, ohne den Namen der Architektin zu nennen, ohne zu sagen, wer und wo dieses Haus steht. Die Verunstaltung des Hauses ging damit einher mit der Auslöschung von Eileen Grays Autorschaft als Architektin, dieser Ikone der Moderne. Letzter Punkt. Und heute? Auch in der Moderne war die Anerkennung von Architektinnen noch längst nicht zu feiern. Das hochgelobte Bauhaus war nur scheinbar ein Ort von Gleichberechtigung. Die anfangs proklamierte Geschlechtergleichheit blieb de facto ein Mythos. Gruppenbild mit der Dame. Versammelt sind alle männlichen Meister und nur eine Meisterin, Gunther Stölzel, und sie hatte die Weberei zu leiten. Das war der Bereich, wo die Frauen hin abgeschoben werden sollten. Bereits Walter Gropius im Zentrum forderte als erster Bauhausleiter kurz nach der Eröffnung die Verringerung des Frauenanteils durch Erhöhung der Studiengebühren, was bei einigen Vätern von Studentinnen natürlich zu Konsequenzen führen musste, ganz klar. Vor allem aber forderte er gleich von Anfang an die Abschiebung der Studentinnen nach dem Vorkurs in die weniger angesehenen, angewandten Künste wie Weberei und Töpferei. Eine Teilnahme an dem inoffiziellen Architekturkurs, es war am Anfang, gab es gar keinen Architekturkurse am Bauhaus, aber seinen inoffiziellen in seinem Büro war ausschließlich den männlichen Studierenden vorbehalten. Nur 4 Frauen erhielten ein Diplom in Architektur während der gesamten Zeit des Bauhauses. Das muss man sich nochmal sagen. 4 Frauen. Die strukturellen Diskriminierungen wirken bis in unsere Tage. Wo sind die Architektinnen heute? Die Hälfte und mehr der Studienanfänger in Europa und USA sind heute Frauen. Aber nur ein Bruchteil tauchen im Berufsleben in Führungspositionen auf. Nur ein Bruchteil haben eigene Büros, führen eigene Büros. 10% der Büros von Frauen geführt als Chef dieser Büros. So gering ist der Anteil.
Ich habe Ihnen eine Grafik mitgebracht, oder sie ist auch im Buch zu finden, von 2014. Zeigt, finde ich, ganz anschaulich diesen ganz schweren Weg, diese Leiter zu erklimmen und wie wenige es bis wirklich nach oben schaffen, noch heute. Die Kurve des Frauenanteils im Berufsfeld neigt sich in Deutschland immer noch erschreckend nach unten. Beim Studienabschluss liegen sie noch in Führung, im Beruf dann bei 34%, in der Lehre nur mehr bei 14% in der Lehre und 5% der Lehrstühle im Fach Architektur an deutschen Universitäten sind mit Frauen besetzt. 5%. Die Grafik in München in dem Forschungsprojekt Frauen in der Architektur, das leider noch immer nicht abgeschlossen ist, ich hoffe, dass es weitergeht, veranschaulicht sehr gut, wie die Schere auf und zugeht. Die Berufspraxis beruht immer noch auf starken, traditionellen, männlich kodierten Werten. Der Mythos des künstlerischen Architektengenies, dass die totale Hingabe an den Beruf und eine Unterordnung jeglichen Privatlebens verlangt, ist noch immer weit verbreitet. Die Kombination von Familie und Beruf ist mit diesem Bild nicht mehr vereinbar. Teilzeitstellen? Eigentlich unvorstellbar. Wenn der geniale Entwurf nachts auftaucht, wer hütet dann die Kinder? Auch wenn viele Frauen den Wunsch haben, auch mit Familie weiterhin zu arbeiten, scheitert es häufig an den fehlenden Möglichkeiten und der mangelnden Unterstützung von beruflicher, aber auch von staatlicher Seite. Das Gefälle in den Gehältern bestärkt diesen Trend. Frauen in Architekturbüros verdienen im Schnitt 25% weniger, und das ist statistisch nachgewiesen, als ihre männlichen Kollegen. In der gewerblichen Bauwirtschaft sind sogar 27% weniger für die zeitlich und inhaltlich gleiche Arbeit. Ich bin sicher, das ist kein Thema hier in diesem Studio. Erst heute bei den jüngeren Büros ist das natürlich tatsächlich keine Frage mehr. Aber wenn wir von Durchschnittswerten sprechen, dann müssen wir es sie leider auch so benennen. Das seit Jahrhunderten reproduzierte Bild des Architekturgenies, das alleine denkt, alleine entwirft, alleine baut, ignoriert die tatsächlich praktizierte und erforderliche Teamarbeit und führt dazu, dass vor allem der Beitrag von Architektinnen dann einfach ungenannt bleibt. Dieses Bild hat sich leider zu einem solch starken Narrativ verfestigt, dass es Städte sich zu Nutzen nehmen, einen, wer möchte nicht das Gebäude von einem männlichen Star-Architekten bauen lassen, wo doch der Bilbao-Effekt, hier haben wir ein erstes Mal erlebt, wir können ihn auch den Elfi-Effekt nennen und vielleicht haben wir bald auch in Wien, in Berlin einen Herzog-Dümmerow-Effekt mit dem Aldi-Gebäude, wir werden sehen. Der toxische Kult der Star-Architekten, den müssen wir endlich beenden. Für die Sichtbarmachung von Frauen in der Architektur bedarf es natürlich der Aufmerksamkeit der Medien, aber zuallererst der Wahrnehmung und Erwähnung in den Berufsorganisationen. Es kann doch nicht sein, dass der BDA nach langen Diskussionen und nach 100-jähriger Existenz sich auf Bundesebene in Bund Deutscher Architektinnen und Architekten umgenannt hat. Und das ist noch nicht lange her. Das stolze Bundesland Baden-Württemberg hat dies mit einer Stimme Mehrheit im November 2020 noch abgelehnt. 21 hat man sich dann doch entschlossen, auch in Baden-Württemberg das umzubenennen. Also wir brauchen... Genauso wichtig sind unsere Netzwerke, das hatte ich schon am Anfang angesprochen, das über Online-Plattformen oder über Festivals, wie es in Berlin stattgefunden hat, über Ausstellungen und so weiter, den Austausch untereinander zu fördern. Ich möchte Sie nur auf eines dieser neuen Online-Netzwerke hinweisen und aufmerksam machen. Rebel Architette ist von Francesca Perani 2018 in Bergamo gegründet worden. Sie hat die weibliche Form von Architekt, Architetta im Italienischen erstmal einführen müssen. Das gab es überhaupt nicht in Italien. Die inzwischen aber tatsächlich von vielen Berufsverbänden in Italien auch gebraucht wird und benutzt wird. Rebel Architette haben sich zum Ziel gesetzt,
Architektinnen auf einer Weltkarte einzutragen, und das ist ein Work in Progress, es werden immer mehr, sie sichtbar und erreichbar zu machen und ein internationales Netzwerk aufzubauen, das gegen unsere bekannten Netzwerke agieren kann. Für die Anerkennung und Würdigung der Arbeit von Architektinnen bedarf es aber auch der Auszeichnung und es bedarf der Preise. Wir sind meilenweit von einer Ausgeglichenheit entfernt. Das Verhältnis von prämierten Architekten und prämierten Architektinnen liegt heute immer noch bei 80% zu 20%. Das kann die Wirklichkeit nicht abbilden. Ja, und den Pritzker-Preis haben in 41 Jahren, wie Sie wissen, gerade mal 5 Frauen erhalten. Und damit sind wir beim letzten Punkt meines Vortrages. Dieses Missverhältnis müssen wir ändern. Und dazu bringe ich Ihnen die aktuellen Nachrichten mit. Ich hatte einen Traum, eine Vision von einem internationalen Architekturpreis für Frauen in Deutschland, den es bisher nicht gab. Und wir sind dieser Vision inzwischen ein paar Schritte näher gekommen. Im Juli haben wir in Berlin den Verein Diversity in Architecture gegründet, eine NPO, eine Non-Profit-Organisation, die es sich zum Ziel gesetzt hat, alle 2 Jahre einen internationalen Architekturpreis für Frauen in Deutschland auszuloben. Und wir haben hier das Bild von dem Gründungsmoment. Es war natürlich Corona-Zeit, nicht alle konnten anwesend sein, manche waren nur digital anwesend, wie Odile Deck, Odile Deck aus Paris, Sol Camacho, Sao Paulo, Anna Heringer, kennen Sie, Dirk Boll, den ich schon erwähnt habe, und Angelika Fitz aus Wien, die das Architekturzentrum in Wien führt. Meine Partnerin Christiane Fahrt, in der ich wirklich eine tolle Mitstreiterin und Mitdenkerin gewonnen habe. Und im Hintergrund haben wir noch Marc Kimmich, der Chef von Copro AG, kennen Sie sicher in Berlin, der von Anfang an gesagt hat, das müssen wir ändern. Wir brauchen einen Preis in Deutschland. Und er ist gleich Mitglied geworden und fördert unsere NPO finanziell ganz großartig. Finde ich ganz toll. Unser Hauptsponsor. Der Verein ist in Berlin angemeldet. Er hat die Gemeinnützigkeit erreicht und wir haben eine Website, die steht, und wir haben einen Instagram-Account, und ich lade Sie gerne ein, da mal reinzuschauen. Und es gibt auch einen Support-Knopf, der ist in Bewegung, hier im Standbild nicht. Und wir freuen uns natürlich über jegliche Unterstützung. Wir haben diese NPO nicht Women in Architecture genannt. Wir haben sie Diversity in Architecture genannt. Wir denken, dass wir jetzt im ersten Schritt auf Frauen den Fokus richten, weil das ist dringend notwendig. Aber wenn sie vielleicht ein kleiner Ausgleich stattgefunden hat, dann werden wir unseren Blick erweitern und werden uns auf andere Minorities in Architecture konzentrieren. Und ich denke, da ist noch ganz viel zu tun. Aber the first step is to give women, to make women visible. Alle, ob Architektin, Architekt, kann Architekturbegeistert, kann Mitglied werden. Und ich sage gleich dazu, die Mitgliedschaft schließt eine Nominierung von dem Preis nicht aus. Wir freuen uns auf das Echo. Wir haben unserer NPO eine sehr intensive Struktur gegeben, die wir eigentlich ganz schlank halten wollen. Aber das Echo hat uns überrannt. Und wie Sie sehen, haben wir mit unserer Jury wunderbare Persönlichkeiten gewonnen. Noch nicht bestätigt ist David Ajay und Hashim Sarkis. Wir warten täglich auf die Zusage. Aber die Damen sind alle. Wir haben ein Advisory Board mit Experten von allen 6 Kontinenten berufen, die uns den Blick richten in ihr Spezialgebiet. Wir möchten wirklich unseren Blick richten in noch nicht bekannten Architektinnen. Wir möchten nicht Architektinnen auszeichnen, die schon durch alle Medien gereicht wurden und bekannt sind. Wenn wir aber Experten vor Ort haben, und wir haben ein Netzwerk auch mit Goethe-Institut, die auch einen gewissen Fokus in Gebiete, wir haben unsere Advisories für Afrika beispielsweise,
Ottobong Kanga, eine Künstlerin, die so begeistert ist von unserer Idee, die sagt, sie ist sofort bei uns dabei und sie schickt mir eine Liste mit Architektinnen, die sie persönlich kennt und die sie uns empfiehlt. Also werden wir das zusammentragen zu einer Longlist aus allen, von allen Experten, und wir werden diese Longlist der Jury übergeben, die daraus eine Shortlist von 5 Nominierten wählen wird und eine Gewinnerin entscheiden wird. Ich möchte aber gerne nicht, dass es eine Gewinnerin gibt und dann ist alles vergessen, sondern unsere Vision ist, dass wir alle 5 Nominees würdigen möchten. Und zwar einmal mit einer Publikation, da sind wir mit Hatje Kanz in Kooperation, dass wir jedes Mal bei den Preisen eine kleine Schriftenreihe dann ergänzen werden, wo alle 5 präsentiert sind. Und wir werden eine Kabinettsausstellung wandern lassen, die nicht nur in Berlin zu sehen ist, die in Wien zu sehen sein wird im Architekturzentrum, die aber auch in dem Land der Preisträgerin zu sehen sein soll und dort Möglichkeit nach Möglichkeit eine Wirkung verbreiten wird, dass die Architektin dort vielleicht in Workshops das Ganze nach außen tragen kann und weitertragen kann. Also nicht nur den Preis mit dem Geld, sondern wir wollen das wirklich etwas größer zusammenpacken. Ich freue mich natürlich ganz besonders, dass Martha Thorn in der Jury ist. Ich habe sie schon erwähnt. Sie hat 10 Jahre lang den Pritzker-Preis betreut. Und es ist für uns natürlich eine Ehre, dass sie sagt, so nach dem Pritzker-Preis kommt Diversity in Architecture. Wir haben natürlich noch nicht den Umfang des Pritzkerspreises, aber vielleicht werden wir ihn eines Tages toppen. Und ich bedanke mich sehr damit für Ihre Aufmerksamkeit und bin für alle Fragen da. Vielen, vielen Dank, liebe Ursula, und gratuliere. Also ich finde das wirklich faszinierend, wie du nicht nur sprichst über das Thema, sondern so eine Initiative lostrittst. Also großen Respekt. Wirklich toll. Ich hätte vielleicht, bevor ich hier das Mikro ins Publikum reiche, eine Frage an dich. Du hast ja einen beeindruckenden historischen Abriss uns gegeben, eine Herleitung, auch wo wir heute stehen. Wenn du einen Blick in die Zukunft wagen würdest, wie sähe der denn aus? Du hast ja darüber gesprochen, auch aus der Erfahrung der Vorträge in Tübingen, dass die Architektinnen das Thema der Teamfähigkeit sehr in den Vordergrund gestellt haben, dass die Spezies der Star-Architekten eigentlich eher wahrscheinlich zu einer aussterbenden Art gehört. Ich nehme das wahr bei uns im Büro, dass das heute so gar nicht mehr möglich wäre. Ich habe das ja bei der Zaha Hadid damals live auch erlebt, sondern da ist das Verständnis des Architekturbüros, das einer Teamleistung auch sind. Ja, die Aufgaben werden immer komplexer in Zukunft, also sind gar nicht mehr eigentlich von einer Person einzeln zu lösen. Also was für einen Blick wagst du in die Zukunft? Es ist genau der Punkt, den du angesprochen hast, jetzt zum Schluss. So wie es bisher geht, kann es nicht weitergehen. Einmal von der Struktur der Studios und einmal von außen von der Anforderung an die Architektur. Das ist für mich der entscheidende Punkt. Wir sind diese Epoche der Star-Architektur, das, was ich auch nannte, der Bilbao-Effekt, das haben wir hinter uns gelassen und ich bin überzeugt davon. Ich denke, es wird noch ein Weilchen dauern. Es wird nicht von heute auf morgen gehen. Ich denke, dass so ein Preis natürlich so ein Mosaikstein ist in diesem Architekturgebäude, dass es vorantreiben kann. Und ich glaube, wir müssen ganz geduldig weiterarbeiten und sagen, was sind die Anforderungen heute an Architektur? Wir müssen unsere Städte anschauen, was ist da zu tun? Wir müssen nicht nochmal Hochhäuser bauen. Wir müssen den Bestand anschauen. Wir müssen überlegen, was passiert mit dem Bestand. Wir müssen endlich eine Architektur erreichen, die CO2-frei ist oder das schonend, klimaschonend ist. Das sind alles Überlegungen, die bisher keine Rolle gespielt haben. Man hat gebaut, man hat Geld ausgegeben, man hat sich selbst repräsentiert. Und das Schöne ist, dass bei Architektinnen ich immer festgestellt habe,
Dort geht es nie um Selbstrepräsentation. Da geht es um die Fragestellung, was ist eigentlich hier an diesem Projekt notwendig? Und das Verrückte ist, dass Frauen offensichtlich da einen direkteren Zugang zu dieser Fragestellung haben. Vielleicht liegt es an der angeborenen Care-Funktion bei uns Frauen, dass wir fragen, was kann ich für die anderen tun? Und nicht zuerst fragen, was kann ich für mich tun? Und ich glaube, wenn dieses Bewusstsein ganz allgemein Stärkung findet, dann kommen wir zu dem ganz tollen Ergebnis, dass die besten Resultate dann entstehen, wenn ein Team zusammenarbeitet, wenn Männer und Frauen zusammenarbeiten, wenn Behinderte und Schwule zusammenarbeiten, weil wir dann immer einen richtigen, unterschiedlichen Blickwinkel auf die Fragestellung bekommen. Und dann werden wir eine gute Lösung finden. So sehe ich die Zukunft der Architektur, weg von dem Starkult, hin zur Fragestellung klimagerechte Architektur, Bauen im Bestand, wie müssen unsere Städte sein, was müssen wir an Mobilität zu beitragen, was müssen wir an sozialen Überlegungen, welche Rolle spielt der öffentliche Raum? Und wenn ich an Rosana Montiel aus Mexico City denke, die kleine Eingriffe macht, die aber in partizipativer Planung entstehen, mit den Leuten, die dort wohnen, die diesen Raum bespielen und beleben werden, dann kommen tolle Ergebnisse raus. Nicht spektakulär, aber Lebensqualität gebend. Und das ist doch die Aufgabe der Architektur. Wir müssen in Räumen leben, wo Menschen gerne leben und wo Menschen gesund leben und vielleicht ohne Krieg leben. Und wenn wir jetzt in die Ukraine schauen, wie die Städte aussehen, wann werden die wieder erbaut? Also wir brauchen ein großes Team, um diesen Schritt weiterzugehen. Danke. Jetzt bin ich sicher, dass es auch hier im Publikum Fragen gibt. Alina, du bist, ich spreche dich jetzt einfach mal so an, weil du als der Ausnahme im Büro als Frau, was fällt dir dazu ein? Wie kannst du das? Hallo. Also ich kann es definitiv bestätigen, dass es immer noch diesen Vorbehalt gibt, auch besonders auf der Baustelle. Ich muss, wenn ich Bauleitung mache, mich besonders durchsetzen, weil meistens denken die, ich bin die Bauherrin und nehme ich dann erstmal nicht ernst. Ich muss direkt eigentlich, ich kann es nicht anders sagen, aber ich muss so richtig forsch und fast schon fies sein. Im Amerikanischen würde man das als Bitch bezeichnen, damit die mich dann ernst nehmen, dann wissen sie, okay, mit der ist jetzt nicht zu spaßen und dann ist es, dann sind wir wieder auf Kumpelebene und dann geht das auch weiter. Also das habe ich schon ganz klar gemerkt. Auch bei Bauherren, Alina, ob wir ihr das zutrauen und so, ich muss immer noch ein bisschen, noch mal ein bisschen einen drauflegen. Und mein Bruder, mit dem ich zusammenarbeite, wenn der irgendwo hinkommt, das ist überhaupt, wird nie hinterfragt, dass er vielleicht keine Ahnung hat, das ist schon immer noch da. Also das ist wirklich, bin ich manchmal wirklich geschockt. Oh. Ich muss mir, also ja, das ist immer noch so. Mhm. Und deswegen freue ich mich auch besonders, weil gerade auch so ein Preis ist natürlich auch ein Katalysator. Das wird auf jeden Fall funktionieren. Deswegen freue ich mich da auch drauf und würde auch da gerne meinen Beitrag zu leisten. Und herzlich willkommen. Ja. Finde ich ja, wirklich toll. Mhm. Also ja. Und Fragen habe ich jetzt ehrlich gesagt jetzt gerade keine, aber vielleicht kommt mir ja noch eine. Ja, ich möchte mich erstmal bedanken. Also das hat mich besonders gefreut, heute zuzuhören, auch einfach so viele Aspekte nochmal vor Augen geführt zu bekommen. Ich zähle ja zu der Kategorie alte weiße Männer. Und da hat man sehr schnell das Gefühl so, oh, ich sage lieber nichts, bevor ich was Falsches sage. Deswegen bin ja auch hier im Büro. So die Frage, was sind denn für uns, wir sind ja da auch noch längst nicht angekommen bei dem, wo wir hinwollen. Wir sind ja in unserer, sagen wir mal, Struktur, auch in der dritten männlichen Generation hin, auch in dem, wie unser Büro aufgebaut ist, sehr, sehr männlich noch geprägt. Mhm. Und was wären denn so Handlungsempfehlungen, sage ich mal, die nicht aufgesetzt wirken? Also wir merken, dass wir uns, also wir alte weiße Männer in den Kreisen, in denen wir diskutieren, sehr schwer tun, das nicht künstlich wirken zu lassen und gleichzeitig
Deswegen finde ich auch so einen Preis gut. Ich finde auch das Publikation gut, einfach mehr Kommunikation zu betreiben, ja, aber unser Auftrag ist ja nicht die Kommunikation. Wir wollen ja da uns auch verändern. Was wären denn so Handlungsempfehlungen, die uns einen Blick in die Zukunft erlauben in 20 Jahren, dass es so aussieht, wie es aussehen soll? Wir können in ganz kleinen Dingen anfangen. Ich würde kein Gespräch innerhalb des Büros führen, an dem nicht mindestens eine Frau am Tisch sitzt. Grundsätzlich. Und das wird möglich sein. Vielleicht tun Sie sich am Anfang schwer, wenn es heißt, komm, wir diskutieren, komm du mit, komm du mit, komm du mit. Nein, machen Sie es nicht. Nehmen Sie bitte jemand Weibliches aus Ihrem Studio mit an den Tisch. Und noch besser sind zwei Frauen. Warum? Weil eine Frau oftmals an die Wand geredet wird und überredet wird, aber wenn eine zweite da sitzt, kann sie zumindest mit der ersten Frau kommunizieren und sagen, halt, sie ist noch nicht zu Ende. Sie hat noch nicht zu Ende gesprochen, hören Sie bitte zu. Das sind so ganz kleine, winzige, an die man nicht denkt. Aber es macht etwas aus. Ich verspreche es Ihnen. Ich bin nicht für unbedingt für eine das Quote, dass man sagt, also es müssen genauso viele Frauen wie Männer in diesem Büro sein. Das ist gar nicht notwendig. Aber diese Kleinigkeiten, wenn Sie die schon mal beachten. Und ich glaube, was sehr wichtig ist, ist einfach auch der Respekt, den man einem Kollegen gegenüber aufbringt, weil man das für selbstverständlich hält, den auch einer Kollegin gegenüber aufzubringen. Nicht sagen, sie hat jetzt das zu tun und die muss funktionieren, sondern nein, wir sprechen auf Augenhöhe miteinander. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt. Und Sie kennen die MeToo-Debatte. Wir haben Richard Meyer als Paradebeispiel, der das ausgelebt hat mit katastrophalen Folgen für ihn, aber auch für das ganze Berufsfeld. Sowas darf natürlich nicht passieren. Ich glaube, es kann auch, also nein, ich kann nicht sagen, es kann nicht mehr passieren. Es kann auch heute noch passieren. Aber es gehört natürlich die Aufmerksamkeit dazu, das im Vorfeld von vornherein gar nicht aufkommen zu lassen. Gut, und als Kleinigkeit ist natürlich auch der Gender Pay Gap, den ich in jedem Büro einfach mal in Frage stelle. Ist das so? Prüfen Sie das bitte. Gibt es Frauen, die dieselbe Arbeit machen wie Männer in ihrem Büro, aber nicht genug und nicht oder weniger bezahlt bekommen? Man kann natürlich auch, das ist jetzt keine persönliche Empfehlung von mir, aber man kann natürlich auch über Honorare auch unterhalb, innerhalb eines Studios sprechen, damit da gar kein Zweifel aufkommt. Und die Empfehlung ist an alle weiblichen Mitarbeiterinnen. Ich hatte vorher am Anfang gesagt, das ist bei euch im Studio vielleicht wirklich gar kein Problem. Und ich war verblüfft. Ich habe in Stuttgart an der Architektenkammer einen Vortrag gehalten und eine junge Mitarbeiterin kommt zu mir. Ja, was soll ich tun? Ich habe jetzt indirekt mitgekriegt, dass mein Kollege mehr Geld bekommt, gleichzeitig eingestellt wurde, die quasi dieselbe Arbeit in der Arbeitsgruppe machen. Da sage ich, ja, was müssen Sie tun? Sie müssen hingehen und sagen, das kann doch wohl nicht sein, dass ich weniger bekomme. Also, so, es braucht auch den Mut und das Selbstbewusstsein der Architektinnen. Und ich glaube, das ist auch noch ein Punkt, der fehlt in unserer Gesellschaft, dass die Architektinnen jetzt, wenn sie selber ein Büro führt, ist es eine andere Situation. Aber wenn sie Mitarbeiterin ist, dann sagte mir diese junge Mitarbeiterin oder Kollegin, ja, es war natürlich Corona-Zeit und man war froh, einen Job bekommen zu haben und man hat über Gehälter gar nicht gesprochen. Geht nicht. Das geht nicht. Das muss von Arbeitgeberseite und von Arbeitnehmerseite klar besprochen sein. Denn wir wissen, in unserer Gesellschaft gibt es so Würdigungen, die sich finanziell abzählen lassen. Also das darf gar nicht passieren. Das sind so Kleinigkeiten. Und ja, dieser Mut von Architektinnen, wie können wir den fördern? So eine Auszeichnung kann es sein, aber wir brauchen Role Models. Wir brauchen Architektinnen, die das vereinbart haben, sowohl Familie als auch Beruf, die gibt es. Die müssen wir nur zeigen. Und wir müssen auch sagen, okay, wir Frauen haben die Unterbrechung, wir kriegen die Kinder, das können wir leider nicht delegieren, okay. Aber wie geht es danach weiter? Und wenn dann Frauen wegen der Kinderfürsorge, ich weiß nicht, hast du Kinder?
So, dann kannst du vielleicht viel besser darüber sprechen. Wenn sie dann zurück wollen in den Beruf, wie wird es ihnen schwer gemacht? Wie heißt es dann Teilzeitarbeit? Gibt es da überhaupt noch verantwortungsvolle Aufgaben in dem Teilzeit? Nein, die großen Projekte, das kann sie nicht mehr machen. Und die großen finanziellen Projekte, die kann man sowieso nicht einer Frau übergeben. Ja, wie soll dann die Architektin den Anschluss behalten? Wie schaffen wir das, Ina? Wie ist die persönliche Erfahrung damit? Also das ist eine ganz, weil in den ersten Jahren, wo die Kinder natürlich noch klein sind, werden die natürlich sehr von der Mutter auch gebraucht. Ich habe nur die Erfahrung gemacht, weil wir immer auch Männer wie Frauen einstellen und dass die Frauen natürlich, wenn sie dann die Kinder bekommen haben, dann erstmal sehr involviert sind in der Kinderbetreuung und trotzdem wollen sie zurück und dann sind die Kinder oft krank, dann sind die natürlich leider erstmal weg. Das muss man einfach mit einkalkulieren, wenn man auch eine Frau dann einstellt. Aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass wenn die da sind, dann arbeiten die effizienter, schneller, konzentrierter. Nicht genauso lang, aber die Arbeitsgeschichte ist eigentlich die gleiche, die Abgabe. Das Ergebnis ist das gleiche und das muss, finde ich, auch gleich honoriert werden. Mhm. Also, aber man kann es natürlich nicht ausruhen. Also es gibt natürlich auch immer solche und solche, unabhängig vom Geschlecht, würde ich sagen. Ne? Aber die Erfahrung zeigt schon, dass, okay, ich kriege jetzt die Chance und deswegen ist es auch wichtig, dass sie eben dann nicht die kleinen Side-Projects kriegen, wo man am Tisch vielleicht gleich einschläft, sondern schon, das ist jetzt deine Aufgabe. Wenn du zeitlich damit nicht zurechtkommst, sag mir Bescheid, dann setzt man noch jemanden dazu. Mhm. Und aber dass dann nicht der Anspruch geringer wird, ja, weil wir alle, die Kinder haben, die wissen, dann sind die krank, dann müssen die schneller, früher abgeholt werden von der Kita und. Da hängt sehr viel hinten dran. Aber ich, ja. Also das ist ein. Aber es ist natürlich, Frank, das ist ja auch nicht in Beton gegossen, dass immer nur die Frauen die Care-Funktion haben. Das sowieso. Es gibt auch Väter, die ihre Kinder vom Kindergarten abholen. Und das. Na, es fängt in den Köpfen an. Wir müssen einfach dieses Bewusstsein haben. Genau, aber trotzdem macht man als Frau, also ich auch jetzt in meiner klassischen Funktion, trotzdem auch mehr als jetzt. Ja, wir fühlen uns immer sofort verantwortlich. Ja, insofern. Und sagen nicht, geh du bitte, sondern wir gehen sofort selber. Ja. Und das sollten wir abschaffen. Ja. Ich habe übrigens ganz tolle Erfahrungen in dem Bereich mit skandinavischen Architektinnen machen können, die diese Gleichberechtigung, vielleicht liegt es auch daran, dass die erste Architektin aus Finnland kommt, wer weiß, vielleicht wirkt das noch, die von vornherein viel mehr in dieser Gleichberechtigung und der Arbeitsteilung denken, ohne das zur Ideologie zu machen und ohne da irgendein Prestige, sondern es ist einfach selbstverständlich. Und was auch schön ist, in diesen also Lene Tranberg beispielsweise, ein tolles Büro, wenn man auf die Website schaut, dann stehen alle da. Sie wissen nicht, wer ist die Chefin und wer ist der Nächste oder der Dritte, sondern es ist einfach das Team, das da ist. Und sie hat mir gesagt, es ist absolut unnötig, dass Ihre Mitarbeiter nach 17 Uhr noch im Büro sitzen. Wie spät haben wir jetzt? Es ist wirklich so. Man kann es auch und man kann auch in einer bestimmten Zeit konzentriert arbeiten. Es ist nicht notwendig, wie unsere Star-Architekten die Nächte durchzuarbeiten. Klar, wir wissen alle, dann gibt es die Wettbewerbe und dann ist zeitlicher Druck. Aber das soll ja nicht die Regel sein. Das ist dann vielleicht eine Sondersituation. Und dann muss man fragen, kann die Kollegin jetzt eigentlich noch dabei sein oder müssen wir sie entlassen oder wie machen wir das? Also dieses gegenseitig achten und gegenseitig fragen, wie können wir es dir auch erleichtern? Nicht immer nur zu sagen, die Frau und die kriegt die Kinder, die soll sich drum kümmern, sondern fragen wir doch einfach, wie können wir das erleichtern? Wir möchten, dass du im Beruf bleibst, wir möchten dich in unserem Studio behalten. Deine Arbeit ist uns wichtig. Du bist uns wichtig. Was können wir dafür tun? Vielleicht mal so fragen. Ja, oder auch als Büro fragen, wie ist Familie und Karriere vereinbar? Also, dass man bei Familie eben nicht nur auf die Frauen abzielt, sondern dass das da auch der Mann gefordert ist. Gleichermaßen, denn
das hatte ich auch in deinem Buch gelesen, es gibt ja, glaube ich, mindestens genauso viel weibliche Absolventinnen aus der Architektur. Auch bei uns sind wir, glaube ich, unterm Strich sogar mehr Frauen als Männer im Büro, aber eben nicht in den Führungspositionen. Und das hat, glaube ich, sehr unmittelbar damit einfach immer zu tun, dass da Familien sind. Und da halt die noch nicht so, die das Verhältnis so ausgewogen ist, dass da Männer wie Frauen gleichermaßen beansprucht werden. Ja, oder dass man sagt, es gibt vielleicht auch Verantwortlichkeiten im Büro, die bewusst doppelt besetzt sind. Also ich habe bei meiner Schwester, die ist Ärztin, die hat jetzt das vierte Kind bekommen und die teilt sich mit einer anderen Frau ein und dieselbe Stelle. Also vielleicht auch da über Möglichkeiten nachzudenken, zu sagen, ja, das ist Teilzeit ist nicht irgendwie so gefühlt halbe Leistung und irgendwie doof, sondern nee, es ist Teil des, des Prinzips so. Das fände ich sehr gut. Dann hätten wir natürlich auch die Sicherheit, wenn einer kurzfristig ausfällt, sei es männlich oder weiblich, das Ganze geht weiter und läuft weiter, ohne dass es unterbrochen wird. Aber ich glaube, der Punkt ist ganz wichtig, dass Frauen, und das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, auch wenn wir zeitlich limitiert sind, dass wir dann den Fokus darauf richten, diese Zeit extrem zu nutzen. Also ich habe promoviert, als ich zwei Kinder hatte und natürlich war die Zeit, ich hatte auch keinen Mann, der das mit mir teilen konnte, weil der eine Praxis führte. Der war aus dem Schneider, klar. Also die Kinderarbeit, die war bei mir. Aber ich habe natürlich dann jede Möglichkeit genutzt und konzentriert darauf gerichtet. Und ich glaube, das ist schon ein Ansporn, dass man im Grunde genommen dann mehr leistet in derselben Zeit. Ja. Aber das sieht halt jeder auch anders. Ja. Es ist sicher individuell, aber dieses Bewusstsein kann man fördern. Und das Bewusstsein kann man eben auch zeigen mit Role Models. Man kann zeigen, es ist möglich. Also da ist jetzt das erste Role Model, Familie und Beruf. Wir haben es vereinbart. Und es gibt natürlich dann Role Models, die große Büros führen. Und wenn das dann in Team geht und man das gut organisieren kann, dann wird es Wirkung zeigen. Dann sind die über 60% Studienabschließer langsam dann nicht verloren für den Beruf. Und ich sage immer, unsere Gesellschaft kann auf den Beitrag von Architekten gar nicht verzichten, weil dann kriegen wir ein schiefes Bild hin. Wir kriegen wirklich nur gute Resultate, wenn zusammengearbeitet ist, ist meine Überzeugung. Das war echt ein guter Punkt. Ich kann das absolut bestätigen, dass gerade die Frauen in Teilzeit, mit denen ich arbeite oder auch meine eigene Frau, in der Arbeitszeit sehr viel mehr leisten und dadurch auch all die sozialen Dinge, die dazugehören, miteinander zu arbeiten, mit den Kollegen Mittagessen gehen, sich mal Zeit zu nehmen, auch mal über die Arbeit hinaus mit den Leuten zu sprechen, dadurch auch wahrgenommen zu werden und nicht nur als Arbeitspferd, dass man sogar das schon fast unangenehm empfindet, dass da so eine unfreie nur Arbeitsatmosphäre irgendwie abzuarbeiten ist. Das ist immer noch ein Problem. Auch dass in so Berufen wie bei uns natürlich sowas wie Überstunden einen normalen Arbeitsalltag sowieso nochmal verlängern, dass dann die Teilzeit als noch weniger empfunden wird, weil man ja sowieso nicht nur 8 Stunden in Vollzeit arbeitet, sondern vielleicht 10 oder 12. Das heißt, dieses Missverhältnis ist immer irgendwie da und ich glaube, es muss in den Köpfen stattfinden und es braucht auch ein Regulativ, wenn Sie Skandinavien ansehen, wo man Überstunden betteln muss oder sie verboten sind, dann ist das schon mal ein Regulativ. Das möchte man nicht immer irgendwie durchdenken, aber es sind so Dinge, die vieles leichter machen. Ja. Jetzt scheint die Sonne. Das ist gut. Ja, da würde ich doch sagen, nehmen wir das zum Anlass, um jetzt das Gespräch oder bei einem Glas Wein fortzusetzen. Vielen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit auch nach München und Richtung YouTube und einen schönen Abend allen gemeinsam. Und vielen Dank nochmal dir, liebe Ursula, für den beeindruckenden Vortrag. Danke. Danke euch. Das freut mich. Ja, jetzt ja, aber wie? Und wie?